Helau oder Alaf? Das ist eine Frage, die Sie nach Mainzerin nicht stellen dürfen. Das ist ganz eindeutig zu beantworten. Wenn, dann Helau, bitteschön. Herzlich willkommen, Dr. Birgit Pfeiffer. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl der Präses, dem höchsten Ehrenamt in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Herzlich willkommen hier in unserem Indeon-Studio und ich hoffe, Sie sind gut im Amt angekommen. Ja, das ist ein fliegender Wechsel gewesen. Also es hat sowas von ungarischer Post. Also kaum gewählt, schon voll in Funktion und das ist herausfordernd. Aber ich denke, es ist einigermaßen gelungen heute. Und ich freue mich, dass ich mit einem guten Team unterwegs bin. Das ist schön. Dann möchten wir Sie jetzt an dieser Stelle unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erstmal vorstellen. Volksnah gibt sich die neue Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Sie ist bei der Mainzer Fasenacht dabei und sie engagiert sich ehrenamtlich. Für Frauen und Familie, für Kirche und Gesellschaft. Dafür hat ihr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Birgit Pfeiffer hat in Freiburg und Cambridge Medizin studiert. Sie promovierte im Fach der Virologie. Seit rund 25 Jahren ist sie Kirchenvorsteherin. Sie war in Mainz auch viele Jahre an der Spitze der Synode. Die Arbeit in der Synode ist ihr also ganz gewiss nicht fremd. Ab sofort ist sie Präses und damit Kopf des maßgebenden Organs der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ja, Birgit Pfeiffer, wir sind in einer kleinen Schnellfragerunde am Anfang, so ein bisschen zum Warmwerden. Lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Lieber grüner Spargel in dieser Jahreszeit oder weißer Spargel? Grüner Spargel. Wie wär's mit einem Veggie-Day für die Synode? Der ist ja schon und ist auch wunderbar. Schmeckt gut und tut gut. Vorm Essen beten? Ja, immer. Sind Sie heute Morgen mit der Bahn oder mit dem Auto zur Synode gekommen? Ich habe schon in Frankfurt übernachtet. Wie sind Sie gestern angereist? Ich bin gestern mit dem Zug gekommen. Okay. Mein schlechtes Gewissen hat mich in die S-Bahn gebracht. Und da konnte ich von Mainz bis nach Frankfurt ohne Umsteigen problemlos ankommen. Geht gut. Im Gottesdienst, vorne Sitzerin oder lieber letzte Reihe? Das hat mit unserer Kirche zu tun. Die hat eine Pyramidenform und ich möchte auf jeden Fall unter der Pyramide sitzen und nicht irgendwie hinten dran, weil dann die Akustik und das Erleben ein ganz anderes ist. Also so mittendrin. Wieder noch. Ja. Lieber Morgen- oder lieber Abendgottesdienst? Also, ich bin eher eine Eule als eine Lerche, aber die Gottesdienste finden eher morgens statt, also ja, bis um 10 bin ich dann auch schon wach. Lieber Orgel oder lieber Gitarre? Beides. Beides? Ja, Gitarre kann ich selber ein bisschen spielen, Orgel kann ich nicht, will ich vielleicht noch mal lernen. Instagram oder Facebook, was ist Ihnen lieber? Ich bin ein bisschen langsam. Also Facebook passt mir besser als Instagram. Bei Twitter beschweren sich gerade viele Leute, weil ihnen die Kirchenglocken zu laut sind. Was sagen Sie denen? Für mich sind die Kirchenglocken ein Takt durch den Tag. Sie erinnern mich an meinen Glauben, daran auch mal zu beten. Und bei uns im Viertel rufen sie die Kinder abends um 6 nach Hause. Auch die, die noch nicht auf die Uhr schauen können. Und die letzte Frage nach Corona, endlich Helau oder Alaf? Das ist eine Frage, die Sie nach Mainzerin nicht stellen dürfen. Das ist ganz eindeutig zu beantworten. Wenn, dann Helau, bitteschön. Deswegen muss ich ja eine Mainzerin fragen, dass Sie dahinter stehen. Was wird denn möglicherweise Ihr Herzensthema sein als Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau? Also es gibt nicht das Herzensthema. Mein Motiv ist angeklungen mit dem Thema Hoffnung geben und das auch zeigen. Und das gilt für den Verkündigungsdienst, das gilt für das, was in den Gebäuden passiert, das gilt für den Bildungsbereich, für alle Bereiche. Also ich finde, wir müssen viel stärker von dem sprechen, was unsere Hoffnung ist. Und das hat mir in den letzten Corona-Jahren manchmal ein bisschen gefehlt. Also weniger Angst, mehr Mut, mehr Hoffnung. Können wir uns denn auch Hoffnung machen? Denn seit diesem Jahr sind die Christen in Deutschland in der Minderheit. Also Christen machen nicht mal mehr die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland aus. Haben Sie eine Idee, wie Sie oder wie die Synode diesen Abwärtstrend vielleicht wenigstens bremsen können? Machen Sie uns mal Hoffnung. Also ich glaube, durch manche innovative Impulse gelingt es, Menschen neu für Kirche zu begeistern, über das Angebot von Kirche zu informieren. Ich glaube, Seelsorge ist ganz wichtig, die Ansprache ist wichtig und da, glaube ich, können wir auch noch besser werden. Wir müssen einfach lernen, mit den gesellschaftlichen Veränderungen
umzugehen und zu sehen, Glaube individualisiert sich viel stärker. Die Kirche ist nicht mehr die einzige Autorität. Menschen suchen sich andere Orientierungen. Da haben wir ein ganz tolles Angebot und das sollten wir noch mal deutlicher zeigen. Jetzt sagen natürlich gerade diejenigen, die austreten, ich habe irgendwie nichts von der Kirche. Was sagen Sie denen dann, wenn sie von einem tollen Angebot schwärmen? Ja, das ist wirklich ein Problem. Also wir haben in Mainz Angebote für die Generation, die austritt. Das sind ja überwiegend junge Menschen am Übergang von der Ausbildung in das Berufsleben. Wenn sie sich dann fragen, wofür brauche ich eigentlich Kirche? Ist das nur etwas, was an den Wendepunkten des Lebens eine Rolle spielt oder habe ich da auch zwischenrein Kontakt? Und da müssen wir einfach neue Formen der Ansprache lernen und müssen auch rausgehen. Also ich finde, das ist eine Chance aus der Corona-Zeit, die Kirchen und die Gebäude zu verlassen und nach draußen in die Gesellschaft hineinzugehen. Und das muss viel stärker auch genutzt werden. Vielen Dank. Das ist ein starker Appell an alle, die sich in und für die evangelische Kirche engagieren. Jetzt muss ich Sie natürlich trotzdem, auch Sie haben es ja schon auf dem Tisch liegen sehen, als Mainzerin fragen, wie geht es Ihnen heute? Was ist Ihnen lieber, die Eintracht oder Mainz 05? Das kann ich eindeutig beantworten. Ich bin Mitglied bei Mainz 05. Oh. Nicht, dass ich da häufig hingehen würde oder sowas, aus Solidarität mit den Mainzern, die so eine ganz andere Art von Fußball spielen, die viel weniger Kapital jedenfalls bisher zur Verfügung hatten und trotzdem tolle Ergebnisse erzielen, bin ich eine Mainzerin. Wenn Mainz dann in Europa die Nummer 1 ist, verspreche ich Ihnen, wird ganz Frankfurt jubeln. Vielen Dank. Ihr Wort in Gottes so. Ohr. Frau Pfeiffer, vielen, vielen Dank und viel Erfolg im Amt als Präses der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Danke.